Morgen, Leute! Moinsen! Ja, wir sind mal wieder. Movie Park! Wie ihr seht, die Bekloppten habe ich auch dabei. Sagt der Oberbekloppte. Ja. Für uns geht es heute mal an einem Sonntag. Mal ganz was anderes, waren wir dieses Jahr noch gar nicht. Ab auf den Sonntag in den Movie Park und er ist voll! Oh mein Gott! Schaut mal! Ich weiß, dass es am Freitag noch voller war. Ja, da sieht es dann für heute schon eigentlich leer wieder aus. Und jetzt seht ihr das Intro und wir sehen uns danach im Park wieder. Bis gleich. Leute, wir sind im Moviepark und bisschen egal, genau. Oh, und jetzt geht's erstmal ab auf ins 3D Kino Roxy 4D, besser gesagt. Also nicht 3D, sondern 4D. Looney Tunes gucken. Ja. Wir freuen uns drauf. Meine erste Abkühlung bekommen. Yeah. Ja. Roxy 4D. Schon lange nicht mehr gemacht, musste auch mal wieder sein. Und jetzt geht's weiter im Park und ich weiß nicht, so voll rechts und links, überall Menschen. Nach dem ganzen Spaziergang durch den Park und ich jetzt nass werde. Ja, ich bin jetzt ein Rasen, ich bin gesprenkelt. Macht aber Spaß, ja. Und jetzt stellen wir uns bei Excalibur an, um damit wir nachher nicht so viel Wartezeit haben, damit wir es am Anfang schon mal geschafft haben. Ja, wir sind mutig und stark. Und bezwingen Excalibur. Hello.
Mr. Coolman. Das kommt von unten. Perfekt, der Berliner. Oh, 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 oh. B. Der A sagt, wird auch B sagen. C. C. Ich hab recht. Is. Ich darf hier nicht fehlen. Ja, und da haben wir Excalibur zurückgelangt, ja, wie Macht immer. Des dunklen Waldes besiegt. Oh mein Gott. Ich bin zwar nass geworden, aber schon fast wieder trocken. Leider fehlt unser Gorilla heute. Ja, Cheetah fehlt, genau. Wir müssen mal gucken, ob wir Cheetah wieder finden. Da alles gerade so voll ist. Und für unsere Mittagspause geht es ab zur Stunt Show. Nach der Stuntshow? Das gibt's da wohl. Hört man, glaube ich, noch nicht, ne? Aber wir wollen doch jetzt hier einen Film drehen, der ist noch nicht da! Aufgeregt? Aufgeregt? Ich? Wieso zu? Come on! Ein bisschen nervös vielleicht. Wie gesagt, das wird die spektakulärste, aber auch gleichzeitig teuerste Szene der Filmgeschichte. Und zeitlich sind wir auch schon im Verzug. Und wie sage ich immer so schön, Zeit ist Geld. Na gut, werden wir noch auf den Star warten. Können wir ja noch mal die Tanzchoreografie durchtanzen, Mädels. Hopp, hopp. Schon wieder? Ja! Ich will doch nur sicher gehen, dass alles funktioniert. Und... Das dauert aber lange bei euch heute. Und Action! Oder Gorillas zähmen? Die Frage ist nicht ob, sondern wann und wie. Wir sind im Auftrag der Liebe. Die Einräder können warten. Dann schieß doch mal los! Übrigens sind es keine Gorillas, sondern Orang-Utans. Was ist denn hier los? Wir wollten noch einen Film drehen. Ja, da es heute so voll ist, ist es irgendwie showbelastet heute. Jetzt geht's von der Plaza-Show zur Jetski-Show. Abkühlung, jawohl. So muss es sein. Ja, genau. Mal einen Gefallen tun und den Check über 2 Millionen Dollar Kopfgeld in Sicherheit bringen. Ja, so. Ja. Zeig ihn ruhig doch mal rum. Ja. Wir sind ja auch stolz darauf, ihn verleihen zu können. So, ich glaube, jeder hat sich vergewissert, dass da 2 Millionen draufstehen. Sehr gut. Dann, James, bring ihn mal in Sicherheit. Komm, da rein. Komm, der ist schon lange tot. Trau dich. Ja. So, dann komm mal her. Ja, aber wo bleiben denn jetzt diese Shark Hunter eigentlich?
Das ist ein Sperrglas. Hey, haha, das muss Jeremy sein. Er hat den weißen Hai gefangen. Oh, und zu Ihrer Information. Bei dieser Show werden Sie nass. Bitte passen Sie auf Ihre Kleinkinder auf. For your information, in this show you get wet 100%. If you are standing in the area of the shark, you are wet right now. Yeah. So please watch your kids. Ah, sehr schön, guck mal, was der kann, du. Was ist das? Wow! Eieiei, ei, ei, das war. Sehr schön. Abkühlung gab es da, aber nicht genug. Deswegen geht es jetzt zum Moviepark-Regen. Ja! Eine Runde abkühlen. Ja, Brüderchen, ja! So kühlt man ein Handy ab. Ah, eine coole Abkühlung. Ich sehe nichts mehr. Ich habe immer das Gefühl, das haut schon mehr ab. Der Moviepark-Regen. Für Leute, ich glaube, das wird heute wasserlastig. Ja, den Leuten ist es trotzdem noch zu warm. Trotz Moviepark Regen. Ja. Und ich erfahre gerade, es geht nach Excalibur. Halleluja, ich sehe nichts mehr. Die haben die Fontänen ausgemacht, weil zu viele Hände. Was heraus? Mann, Alter, uncool. Mama, ich werde nass. Er schreit nach seiner Mama. Die kommt von der Seite. Ich krieg ein Dreh.
Boah! Sven! Mal gucken. Ey, wir haben unsere Cheater wieder. Hey. Cheaterwurst ist da. Willst du eine Banane? Willst du aber nicht. Schicke, komm her. Ja, wir haben unsere Cheater wieder. Man muss einfach nur zu zweit mal Excalibur fahren. Was ist mit dem Hund los? Leute, es geht nach Star Trek. Jawohl. Operation Enterprise. Ja, die da vorne können schon nicht mehr abwarten. Die müssen schon vorlaufen. Wir kriegen sie. Ja. Den brauchst du nicht dafür, ne? Nee. Der ist ja auch nicht wirklich falsch. Ich hatte gar nichts zu machen, du arbeitest nicht mehr. Willst du etwas von mir sagen? Kugel dich auf dem Geländer. Ich weiß, dass das Gelände da gewinnen wird. Ja, früh mit der Mann zu auch wieder geschafft, aber ich habe so das Gefühl, er fällt auseinander. Da ist so vieles wieder nicht in Ordnung. Da fehlt Fernseher. Ja, TV geklaut. Ja. Nein, wirklich, da kann man nicht klauen. Da wird irgendwie entweder jemand vorgehauen haben, dass er kaputt gegangen ist, oder so kaputt gegangen sein. Ja, ist halt Technik, kann mal passieren. Ne? Richtig. Ja. Aber die Fahrt ist trotzdem gut. Ja, die Fahrt ist trotzdem immer noch gut. Ja, die Fahrt funktioniert auch, außer die Tore. Ja, du denkst dann so von wegen, hoffentlich hält er an, da vorne fehlt das Gleis. Ja. In diesem Sinne gehen wir jetzt weiter im Park und schauen mal, was wir noch so schaffen können. Irgendwie viel zu voll heute. Ja. Und nach dem leckeren Essen, was unser Sponsor hier gestreut hat. War lecker, ja. Irgendwie habe ich zu viel bestellt, aber ist alles draufgegangen. Ja, sind halt eine verfressene Bande, ne?
Ja, und mir fiel so auf, lange kein Time Rider mehr gemacht, also geht's heute ab in den Time Rider. Machen wir mal eine kleine Zeitreise. Ja, mal gucken, ob es da genauso warm ist. Ja, vielleicht sind wir ja dann im Movie World statt im Movie Park. Wie komme ich denn wieder nach Hause? Gar nicht. Mano. Ja! Hört sich nicht begeistert an, aber ihr gebt es einfach mal mit, weil ihr eh schon zu Rückraumsteine hier für das immer benutzen könnt. Sie sehen einfach dort oben rechts auf der Leinwand einige gezeichnete Timeröller, die original stehen natürlich etwas weiter hinten und die werden sich in eine Reise unternehmen und zwar durch Zeit und Raum. Denn die Timeröller sind die ersten wirklich funktionierenden Zeitmaschinen! Hey. Wow, danke für das gepflegte Lachen. Sie können auch gerne sagen, dass ich es mir nicht glaube, denn ich habe mir einen Beweis für mitgebracht, denn dort sehen Sie ein Bild aus der Zukunft. Auf der rechten Seite ist nämlich die Space Dash, die wir über 200 Jahre in die Reise sind. Links, das ist die Erde. Die haben wir kaputt gekriegt. Und da ist auch schon die Person, die sich hier alles dreht. Lieber Professor, ich habe Ihnen hier eine kleine Gruppe an Freiwilligen mitgebracht, die nun ihre Timeline testen möchten. Bitte. Nur keine Sorge, alles war auf dem Wachenberg.
Und wir. Schneiden Sie sich an. Genau. Das haben wir endlich mal wieder gehabt. Ich habe es so vermisst. Map, bitte schneiden Sie sich an. Ja, ging ja auch lang genug gut, ne? Ja, und jetzt brauchen wir noch zum Abschluss eine kleine Abkühlung, weil wir heute ein bisschen früher fahren müssen, weil wir nachher noch einen Termin haben. Ja, so ist das, wenn man sonntags mal im Park fährt, ne? Aber die Transe fährt wieder. Quiek. Oh, nicht, ey, der Ding ist übervoll. Hilfe! Hast es gekriegt? Ja. Muss nicht heulen. Hast du in die Hose gemacht? Es gibt einen Toilettenschaden. Das musst du gerade sagen. Vorsicht, Feucheln an der Schaffne. Vorsicht, der ist bissig. Der Baum. Der Baum ist bissig. Ich hab Angst, das zu werden. Nur. Boah. Spuck, geh, spuck, geh, spuck, geh, spuck, geh, spuck, geh, spuck, geh, spuck, geh. Ein schöner Wasserfall ist aus. Wow. Wow. Wir brauchen die Wasserwand nicht, wir kriegen genug Wasser. wie war das Abkühlen vor der Fahrt? Der Wagen ist warm, ne? Wasser ist nass. Excalibur. Wir haben es zurück. Natürlich, wir haben es zurückerlangt. Und die Macht des dunklen Waldes bleibt wir jetzt sehen. Bei uns. Und ich kann empfehlen, ihr braucht das Schwert nicht zu klauen. Ihr könnt es euch auch kaufen. Ja, gibt's im. Er hat's geklaut. Nee, er will es im Merchandise-Shop kaufen. Ich kauf's mir. Ja? Ich glaube es nicht, ich kauf's mir lieber. Genau. Ist ja nicht so teuer. Weiß ich gar nicht. Euro 2 oder sowas. Und Euro 2? Ja, als Magnet. Oh. Also wisst ihr Bescheid, für 1 Euro und 2 Cent. Nein, den genauen Preis weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. Aber kann man ja rausfinden. Aber so teuer sind die Andenken nicht. Nö, also Merchandise ist eigentlich im Moviepark relativ günstig. Ja. Ja. Leute, das war unser Moviepark-Tag, mal auf einem Sonntag. Bei 30 Grad. Im Schatten. Ja, im Schatten noch nicht. Heute waren es so 30 Grad in der Sonne. Die heiße Woche kommt jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich es überstehen soll. Weiß ich auch nicht. Du hast es ja du hast es meistens gut, du arbeitest kühl. Ja, super, aber auch nur noch bis 11 Uhr, ab dann bin ich im Büro, du Idiot. Hehe, dann muss er auch so leiden wie ich. Ja. Ja. In diesem Sinne verabschieden wir uns heute hier. Ach, da versteckt sich jemand. Fuß. Guck, da. Da ist sie, Teletubby Zurückwinker war ja. Das. So, jetzt aber wirklich.
wir verabschieden uns hier von diesem Vlog. Ja. Wünschen euch noch einen schönen Tag oder was auch immer ihr so treibt. Das Abonnieren nicht vergessen, die Glocke drücken, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt Fun und Freizeit Winnie on Tour.